Ja, hallo Freunde, willkommen zurück zu Dying Light. Ich bin euer Firobo und wir machen jetzt hier gerade ein bisschen die Muttertagsmission hier, die nehmen das Nebenquesting. Und ja, krabbelt einfach ein Zombie durch den LKW, durch den Bus. Und dafür müssen wir jetzt erstmal durch diesen schönen, schmodrigen Tunnel hier gehen. Zack, erstmal ein bisschen Ausdauer regenerieren, würde ich sagen. Und hopp. Habe ich das Gefühl, der läuft ein bisschen langsamer. Meine ich das nur. Was gut hier an dem Typen ist, ja. Der hat hier sich echt ein ruhiges Plätzchen. Was gut, hier sind irgendwie keine Zombies oder so. Schau mich, wie das dazu gekommen ist. Gut, wir klopfen an. Wenn Mama nicht happy ist, ist niemand happy. Also, mach Mama lieber happy. Ja, happy, yo. Ich auch. Wir haben denselben Namen. Bist du von der Videothek? Nein, ich heiße Crane. Crane? Das reimt sich auf Frane und Dane und Zane und Lane und Main und Nein und auch auf... Darf ich reinkommen? Nein, nein, das geht nicht. Auf gar keinen Fall. Heute ist mein Tag mit Mama. Heute ist Muttertag und das ist der wichtigste Tag in der Welt. Bist du von der Videothek? Warum fragst du das dauernd? Weil du mir meinen Film über mich bringen solltest. Er heißt Charlie und handelt nur von mir. Und wie clever ich bin. Gazi, wenn ich dir den Film bringe, lässt du mich dann rein? Logo, dann könntest du mitgucken. Heute ist Muttertag und wenn Mama nicht happy ist, ist keiner happy. Ja. Oh, und sie will Schokolade. Mama will Pralinen. Nee, das ist jetzt echt zu viel. Keine Diskussion mit Gazi. Bringt nichts. Haben auch die in der Apotheke gesagt. Ja, deswegen wollen wir ja dahin. Wir müssen jetzt die Dinger besorgen. Ich könnte jetzt rein theoretisch auch schon, glaube ich, kann ich den schon bestehlen? Ich weiß nicht. Weil man kann mich auch in das Haus rein. Und ja, ob ich den anderen verstehen könnte, frage ich mich. Und wenn ihr jetzt sagt, oh, es ist dunkel, gehen wir lieber in eine Safe Zone rein. Nee, brauche ich nicht. Alter. Spring da jetzt hoch. Was bist du denn für ein Homo? Ihr habt Leute, die sagen jetzt, oh, pass auf, es ist so dunkel, geht lieber in eine Safe Zone. Brauche ich nicht, die Zeit steht still. Okay, wenn ich anscheinend diesen Blick habe, kann ich nicht klettern. Alter, willst du mich jetzt verarschen? Jetzt spring da hoch. Das hat der vorher noch nie gemacht. Da ist nochmal einer, aber scheiß. Das weit. Er ist direkt da vorne. Achso, das ist nur ein Händler. Aber vielleicht hat er eine Schusswaffe. Das wäre natürlich mega nice. Wenn er eine Schusswaffe hätte. Lass mal hier reinschauen. Bin natürlich nichts drin, toll. Na gut, das geht doch. Ja, nice. Sei nur leise, okay? Okay, schau mal, was hast du denn so? Und Armeespaten, interessant. Aber keine Schusswaffe, können wir dir mal teures verkaufen. Die Bodenplanke können wir dir verkaufen. Sprühdose. Ach ja, Kaffee können wir dem noch alles verkaufen, jawohl. Zigaretten verkaufen wir ihm, zack. Attentäter haben wir bekommen. Vorhin. Mittel. Ich hoffe mal, der stört das jetzt nicht. Oh, das ging ja schnell. Na, vielleicht können wir jetzt noch was, was wir da mal noch verkaufen können. Tatsache, ein bisschen Kaffee. Ja, hier, hast du noch mal ein bisschen Kaffee. Geh dich ruhig. Ja, ich tue es ja. Naja. Hör auf mich anzustöhnen hier. Jetzt. Okay, es wird uns jetzt wieder angezeigt. Egal. Das war damit die Wagen, die ich meinte. Alter, das ist krass, jetzt echt so krass mit Ausdauer ist. Das ist ja übertrieben. Hier sind nämlich die tollen Typen. Kann ich ja mal eben zeigen. Hoppala. Ah, hier sind ganz viele. Oh!
Und jetzt. Hey. Komm. Weg von mir. Willst du echt von Polizisten? Schön für eine Waffe brauchte ich doch einen Polizeischlagstock, den kann ich mir da holen. Wo sind die denn alle? Okay, kann ich den von hier rumflasht irgendwie? Jawohl, der Pilz verliert jetzt da drin. LOL. Komm her, ich spalte dir deinen Schädel. Irgendwie treff ich dann... ein Zombie. Hallo, Herr Officer. Da ist noch einer. Ich hoffe, die lassen uns in Ruhe. Herr Officer, können Sie jetzt mal bitte Ihren Kopf verlieren? Müssen wir ein bisschen Ausdauer regenerieren. Herr Officer? Okay, dann so, Herr Officer. So, der ist auch erledigt. Da noch einen von unseren Gastfreunden. Wow. Boom. Der ist sogar aus Toppen. Cool. Herr Officer, bitte lassen wir das. Okay, Officer ist tot. Schauen wir uns den hier eben an. Die hier. Dann knacken wir hier, das ist sehr schwer. Ja, egal. Ja. Fuck it. Gibt's doch nicht. Jawohl. Wir haben's offen. Diesmal gibt's einen Baseballschläger und ein paar Nägel. Noch ein Schloss. Ist aber einfach. Hoppala. Krieg ich das rein? Jawohl. Halt die Fresse. Den nehmen wir natürlich mit. Da ist jetzt noch jemand aufmerksam geworden. Na toll. Medipacks. Jawohl. Nice, nice, nice. Direkt zwei Stück. Das ist doch mega geil. So, und ich weiß hier, weil hier müssten wir... Wo müssten wir denn rein? Ich überlege gerade. Okay. Hier kann man nicht rein, hier war zu, genau. Ach stimmt, hier vorne war ja eine... Hier müssen wir rein. Komm, nochmal ein Officer. Oh, okay. Der hat es uns einfach gemacht und hat uns ein Polizeistück gegeben. Meine Fresse, nicht jetzt! So, zum Glück habe ich das gewusst. Ah, die Kasse habe ich glaube ich jetzt nicht gelootet. So, wir gehen mal eben hier. Wo ist der Film? Charlie, Charlie. Zivi, Charlie, hier. Film, Charlie. Jetzt könnten wir hier noch die Tür aufmachen. Ich weiß nicht, was das bringen soll, aber... Naja, jetzt ist sie offen. Fehlt das eingeladen? Können wir noch mal was finden? Hier oben ist noch was. Ah, ganz schön wie hoch. Da oben drin. Aha. Die Frage ist, wie komme ich hier rein? Ist das doch vielleicht ein Morsch oder so? Ah. War ja klar, die Tür geht mal wieder nicht. Wie soll man denn sonst hier rein? Hopp.
nicht rein? Das ist natürlich die große Frage. Da kann man auch nicht rein. Natürlich die Bitch von uns. Hallo Bitch. Hauptsache sie verliert ihren Kopf. Ja, da hier können wir auch nirgends so rein, ne? Hier ist auch nichts. Wir schießen Fensterlinsen irgendwie. Kann auch nichts machen. Ist auch nichts. Der winkt uns, hallo! Tut das weh, hä? Bitch! Tut das weh? Sag mir, tut das weh? Tut das weh? Ich glaube nicht. Na, tut dir das weh? So, mein Kopf sagt nein. Ich habe jetzt so genau ekligen Fleck in. Oh man, Fahnenkreuz, der gibt's doch nicht. Ist da noch einer? Oh, schau, die kann ich nicht reingucken. Komm her! Man kann sagen, was man will über das Excalibur. Es ist zwar angeblich Schrott, aber es macht immer noch seinen Dienst. Alkohol. Ist auch noch was. Ein Stromkabel. Machen wir ein bisschen was. Dann gucken wir nochmal die Entwürfe. Wo war denn das mit dem Polizeistock? Ich meine, ich hätte da was gelesen. Schlagstock, ja hier, Schlagstock. Dafür brauchen wir noch eine Batterie. Dann haben wir den Wachtmeister. Ah gut, ich würde aber trotzdem gerne wissen, wie komme ich denn da oben jetzt rein? Weil hier ist nirgendwo ein Eingang. Hier ist nirgendwo kein Eingang. Von unten kommen wir auch nicht rein. Vielleicht hier durch dieses kleine Kabuff. Das macht auch nichts. Ah, hier kommt noch das Münztelefon, das ist rum, cool. Warte, ich geh jetzt mal eben hier rein. Weil das sieht doch schon verdächtig aus. Aber da kann ich nichts machen. Hier ist auch nichts. Deswegen, ich verstehe nicht, wie ich da hochkommen soll. Das sind aber noch ein paar Sachen, ey, die will ich haben. Will ich haben, will ich haben. Ich spring doch mal da hoch, Mensch. Das ist die Tür, das sind Sachen zum Finden. Das ist die Tür unten wahrscheinlich. Na egal, auf jeden Fall, wir gehen dann, jetzt mache ich erstmal die Folge einen Cut und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, machen dann weiter mit dem Muttertag. Haut rein, ciao.